bin's, Daniela von Offroad Minds. Wie bereits schon in unserem Vorstellungsvideo angekündigt, seht ihr heute das Video zum Thema Innenausbau. Wir beginnen einfach mit dem Thema Sitz, Ess- und Schlafbereich. Ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Themen beim Innenausbau. Das kommt, glaube ich, noch vorm Kochen, vor Wasser und Co. Ja, und ich würde euch jetzt zeigen, wie wir das so gelöst haben und euch noch ein bisschen was erklären dazu. Ja, ich nehme mich jetzt einfach mit an meinem PC. Bis gleich. So, jetzt sitzen wir an meinem PC und befinden uns auch schon mitten in der Kofferskizze. Hier, ich zeige euch das einmal. Die Kofferzeichnung und Planung haben wir mit dem Programm SketchUp erstellt. SketchUp ist eines der führenden Softwareprogramme, die es im Moment so gibt und wo man die 3D-Modellierung ja im Prinzip für jeden zugänglich gemacht hat. Es ist also wirklich super einfach und schnell zu erlernen, egal ob man Anfänger oder Profi ist. Das kann ich definitiv jedem empfehlen. Und wer sich da nicht rantraut, guckt einfach auf YouTube. Es gibt genug Tutorials, die euch SketchUp erklären. Und wirklich innerhalb von Minuten, beziehungsweise nehmt euch eine Stunde Zeit, schaut euch die Tutorials an und ihr erlernt das wirklich super, super schnell. Versprochen. Wirklich versprochen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Innenausbau. Der Innenausbau. Das ist das Thema oder eines der Themen im Kofferbau. Und es ist egal, ob im Wohnmobil, im Van oder in einem Expeditionsmobil. Der Innenausbau, also so glaube ich es zumindest, ist Thema Nummer 2 neben dem Basisfahrzeug. Und deswegen befassen wir uns heute beim Innenausbau mit dem Sitz-, Ess- und Schlafbereich. Das ist der Bereich hier hinten, den ihr hier seht. Es gibt wahnsinnig viele Grundrisse im Web. Und auch wahnsinnig viele Ideen im Web, die zeigen, wie so ein Innenraum aufgestaltet, also aufgeteilt und gestaltet sein kann. Auch wir waren also wirklich zwischendrin von Ideen und Grundrissen total fasziniert und fanden die toll und wollten die auch schon in die Tat umsetzen. Sind aber am Ende echt zu der Erkenntnis gekommen, dass wir vom Grunde auf planen müssen. Weil es gibt dann doch einige Dinge und ihr werdet schnell feststellen, es gibt wichtige Dinge, die zu berücksichtigen, also zu berücksichtigen sind. Da geht es zum Beispiel mit Dingen los wie, was ist euch am wichtigsten, worauf wollt ihr nicht verzichten, wie oft oder wie lange seid ihr unterwegs, wollt ihr darin leben, wo geht eure nächste Reise hin, wie lange geht die nächste Reise? Reist ihr allein oder reist ihr mit mehreren Personen? Also das sind alles Punkte, die ihr berücksichtigen müsst und euch wirklich überlegen müsst. Und das sind grundlegende Fragen, die ihr euch auch stellen und auch nachher beantworten müsst. Erst dann habt ihr so grob eine Richtung oder eine Idee, wohin eure Aufteilung gehen soll. Das geht los mit kleines Bad oder großes Bad. Das geht los, kleiner Essbereich oder großer Essbereich. Dann geht es weiter über ein kleines Bett oder ein großes Bett, vielleicht sogar über mehrere Schlafmöglichkeiten. Wollt ihr eine kleine Küche oder eine große Küche? Wie viel Stauraum braucht ihr? Und. Wenn diese Fragen geklärt sind und diese Punkte geklärt sind, dann könnt ihr loslegen und zeichnen. Genau das Gleiche haben wir natürlich auch gemacht und für uns war es wichtig, einen großen Essbereich, eine große Sitzecke und ein großes Bad zu haben. Plus 2 Schlafplätze zusätzlich also für Gäste. Ist klar, weil wir werden mal den einen oder anderen Freund halt mitnehmen und wollten natürlich auch gucken, dass wir Platz schaffen, wo jemand dann auch mit uns reisen kann und natürlich auch schlafen kann, ohne dass man umbauen etc. und irgendwie, was weiß ich, wilde Dinge erledigen muss. Also einfach, diese Faktoren waren wichtig für uns. Und das haben wir jetzt auch umgesetzt und in unserer Zeichnung zeige ich euch jetzt, wie wir diese üppigen Wünsche vereint haben. Wir haben hier in unserem Programm ein wunderbares Werkzeug und dafür gehe ich jetzt einmal hier links auf die Seite, das ist hier unten.
Das ist die Schnittebene. Die klicken wir einmal an und markieren die Wand oder die Stelle, die wir schieben möchten. Ich zeige euch das mal. Ich klicke jetzt diese Wand hier einmal an. Dazu nehmen wir dann wieder dieses obere Werkzeug hier. Wir haben hier mehrere Werkzeuge, und zwar das zum Verschieben. Hier ist noch eins zum Drücken oder Ziehen, aber wir nehmen das Werkzeug Verschieben. Und dann fahren wir hier auf dieses Gitter. Das wird dann blau. Vorher ist es halt orange, dann wird es blau. Und dann können wir schieben. Und da wir heute den Ess-, Sitz- und Schlafbereich besprechen, kann ich das so ziehen bzw. so schieben, dass wir auch wirklich nur diesen Teil sehen. Anschließend kann ich euch das noch ein bisschen drehen. So. Und dann auch noch ranzoomen, nach ranholen. So, und jetzt haben wir wirklich tatsächlich nur diesen Sitz-, Ess- und Schlafbereich. Ah, und dann können wir damit loslegen. Nicht wundern, es ist noch schnell ein Hubbett hinzugekommen. Ist natürlich der Vollständigkeit halber, damit wir hier auch alles drin haben. Wie ihr seht, haben wir uns für die Variante Sitz-, Ess-, Schlafbereich inklusive Gästebett in einem entschieden. Das ist hier alles einmal zusammen. Ausschlaggebend hierfür war, dass wir nicht auf Platz im Koffer verzichten wollten. Also das heißt, wir wollten so viel Raum wie möglich haben. Wenn wir uns für eine andere Variante entschieden hätten, hätte das geheißen, dass wir extra Platz für ein Bett hätten einplanen müssen, extra Platz für den Sitz- und Essbereich, vielleicht sogar noch extra Platz für ein Gästebett oder sogar vielleicht Gästebetten. Und damit wäre für uns mit der gesamten Raumgröße von 12 Quadratmetern einfach zu viel Platz verloren gegangen. Und das wollten wir halt nicht. Ja, und so haben wir halt alles zusammen. Die große Sitzecke ist auch gleichzeitig unser Ess- und Arbeitsbereich. Das ist die große Sitzecke hier. Da kann man auch gut sehen. Ich schwenk einmal. Der Essbereich, das seht ihr zum Beispiel hier an der linken Tischplatte. Das wäre der zugeklappte Tischdeckel. Wir können den Deckel hochklappen, so wie hier. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Da wäre es ein Arbeitsbereich mit integrierten Bildschirmen und hier unten dann halt die Tastatur und die Maus. Und auf der anderen Seite, da wo der Deckel unten ist, sieht man ganz normal, da könnte man halt essen. Kann man hier auch runterklappen, wäre im Prinzip genau das Gleiche. Somit haben wir quasi einen großen Esstisch und gleichzeitig zwei Arbeitsplätze. Das war jetzt unsere Entscheidung, wofür wir uns entschieden haben, damit wir nicht noch zusätzlich irgendwo eine Büroecke einbauen müssen oder zusätzlich irgendwo noch was anbringen müssen. Wenn wir den Tisch hier herunterfahren, dann ungefähr auf die Höhe bzw. auf die Höhe von der Sitzbank, können wir die gesamte Fläche von der Sitzbank mit dem Tisch natürlich hier inklusive zu einem Gästebett umwandeln. Das heißt, wenn Gäste mitfahren, können wir das Hubbett nur zur Hälfte runterfahren, so ungefähr bis hierhin. Und dadurch haben wir ja, zusätzlich im Prinzip mit der Sitzbank ja fast so eine Art Doppelstockbett. Also das heißt, man kann hier oben schlafen und die Gäste können hier unten schlafen. Und dazu auch noch sogar sehr komfortabel. Wir haben hier oben eine Liegefläche von 1,60 Meter Tiefe. Da, das ist die Tiefe. Moment, so, hier einmal die Tiefe und von 2 Metern Länge. Und unten haben wir auch ein sehr komfortables Bett für zwei Personen auch, genauso wie oben. Da haben wir ebenfalls eine Tiefe von 1,60 Meter. Beziehungsweise 1,40 Meter, weil hier geht durch den Schrank ein bisschen was verloren. Hier ist die Auflagefläche vom Bett nachher. Aber in der Länge haben wir 1,90 Meter, weil wir hier hinten dieses Fach wegklappen können, beziehungsweise abklappen können, wenn Gäste mitfahren. Das ist ein Stauraum. Wenn wir hier den Deckel aufnehmen würden oder abnehmen würden, beziehungsweise aufklappen würden, könnte man in dieses Fach Sachen reinlegen. Und wir können das aber auch so machen, dass man es einklappen kann und dann hat man hier quasi Platz für die Füße. Also auch hier alles ganz bequem
für die Gäste, also nicht nur für uns hier oben, sondern auch für die Gäste. Ja, ansonsten können wir für uns persönlich, also für meinen Mann und mich, zu zweit, lassen wir einfach den Tisch so, wie er ist, täglich und brauchen da auch nichts runterlassen oder runtermachen, einklappen, aufräumen, abbauen, zusammenbauen, keine Ahnung, irgendwelche wilden Sachen, sondern wir klappen nur den Deckel hier runter, wenn wir abends fertig sind am PC. Dann kann man das Bett runterlassen und kann das auf der Höhe von dem Schrank und Auflagefläche inklusive Sitz runterlassen. Ja, und ist immer noch eine schöne, bequeme Höhe, um ein- und auszusteigen. Ja, und morgens fahren wir das Bett einfach wieder rauf und schon können wir dann in der Sitzecke Platz nehmen. Wir haben in der Sitzecke selber eine kleine Stufe zum normalen Kofferraum, das heißt also ein Absatz, hier geht es ein bisschen höher, aber wir haben hier immer noch eine Stehhöhe von 1,75 m unter dem Bett bis hierhin und das reicht völlig aus. Also das heißt, keiner setzt sich gerade hin, sondern jeder bückt sich immer ein bisschen, wenn man mal seine eigene Sitzhaltung beobachtet. Also von daher passt es. Wir sind auch beide gerade mal an die 1,73 und an 1,74, also von daher hätten wir immer sogar noch 1 cm Luft. Ja, das ist jetzt im Prinzip eigentlich kurze Erklärung, zumindest für den hinteren Bereich, was unser Sitz-, Ess-, Arbeits- und Schlafbereich anbelangt. Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Ja, und in dem nächsten Video werde ich euch dann den Bereich von der Küche, das was hier vorne dran kommt, einmal erläutern, warum wir uns wie entschieden haben. Das wäre dann Teil 2. Ja, dann macht's gut. Folgt uns weiter. Wir freuen uns über so viele Verfolger. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.